Herzlich willkommen zu dieser Einführung in Microsoft Excel. Falls Excel bei dir noch nicht in der Startleiste ist, so findest du es unter E. Am besten siehst du es auch gleich noch in deine Kacheln und mit deinem Rechtsklick kannst du es in der Taskleiste noch fixieren. Beim ersten Start wirst du gefragt, ob Excel das Standardprogramm für Tabellenkalkulationen sein soll. Das würde ich dir empfehlen. Es gibt zwar verschiedene Alternativen, aber das ist sicher das mächtigste Programm dafür. Du kannst das allerdings, wie in dieser Warnung steht, jederzeit wieder ändern. Als nächstes wirst du über neue Funktionen von Excel aufmerksam gemacht. Dieses Feld schließen wir und wir beginnen mit einer neuen leeren Arbeitsmappe. Das ist nun also die Benutzeroberfläche von Excel. Vieles kommt dir bekannt vor. Dieses Menüband, das sich je nach ausgewähltem Objekt dann auch noch etwas anpassen kann. Da hast du die wichtigsten Befehle und teilweise findest du, wenn du über ein Symbol hinwegfährst, die entsprechenden Kurzbefehle. Dann haben wir hier natürlich den Hauptbereich, die Tabelle. Und ich habe jetzt einfach mal in so eine Zelle hineingeklickt und kann gleich zu schreiben beginnen. Ich schreibe jetzt einfach mal eine Zahl. Damit du dich da orientieren kannst, gibt es einerseits die Spalten und im sogenannten Spaltenkopf, das sind also diese Buchstaben hier, siehst du, wir sind in der Spalte C. Und in der Vertikalen haben wir die Zeilen, beziehungsweise hier mit diesen Zahlen eben den Zeilenkopf. Das heißt, wir sind jetzt in der Zelle C6. Im Prinzip sind das also die Koordinaten von dieser Zelle. Die Koordinaten dieses Feldes siehst du auch noch im sogenannten Namenfeld hier oben und die Werte in diesem Feld, die sind auch noch in der sogenannten Bearbeitungsleiste, die manchmal auch Funktionsleiste genannt wird. Eine Excel-Tabelle kann mehrere Tabellen oder eben Blätter enthalten. Du siehst, im Moment sind wir in Tabelle 1 und über dieses Plus hier unten kannst du noch weitere Tabellen hinzufügen. Mit einem Rechtsklick kannst du eine überflüssige Tabelle auch wieder löschen. Oder indem du die Maustaste gedrückt hältst, kannst du diese Tabellen in der Reihenfolge ändern. Dann haben wir hier unten noch verschiedene Ansichten. Im Moment sind wir in der sogenannten normalen Ansicht. Gleich daneben findest du die Seitenansicht. Hier wird die Datei so angezeigt, wie sie dann ausgedruckt wird mit den entsprechenden Seitenrändern. Und falls du etwas präziser arbeitest oder befürchtest, dich in den vielen Informationen zu verlieren, kannst du auch hineinzoomen in die Datei. Weitere Möglichkeiten, die Ansicht zu verändern, hast du im Reiter Ansicht. Hier kannst du auch wieder zwischen diesen verschiedenen Modi hin und her switchen. Du kannst beispielsweise den Lineal ein- und ausblenden, die Gitterlinien, die Bearbeitungsleiste und so weiter. Falls es bei dir also vielleicht mal nicht so ausschaut wie im Lernfilm, so kannst du möglicherweise hier über gewisse Einstellungen die Ansicht noch anpassen.